Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Pokémon Fire und Nuzlocke Challenge! Hoio! Im letzten Part haben wir ein paar Scams gerackt. Und jetzt sind wir hier. Wow. Und Emilis vergiftet, das ist nicht so süß. Ja, ja. Gott sei Dank haben wir noch einen gegen, das ist sehr, sehr sweet. Kawaii-Sigol. Leute, das ist der letzte Part, den ich aufnehmen werde. Fürs Erste. Denn heute kommt ein Ankündigungsvideo, irgendetwas in der Art. Weil ich fahre in den Urlaub und dort kann ich leider nicht aufnehmen. Und ja, ich dachte, ich mache noch einen Pokémon-Part für euch, das wäre richtig sweet. Und hier bin ich jetzt. Eigentlich würde ich lieber arbeiten. Ja, dann geh doch arbeiten, was ist los mit dir, Mann? Fahr uns ein bisschen Cash, bam, bam. Was soll was Vogelscheiße weg oder so ein geiler Shit? Weil das Spiel ist Basketball und dann ist gut. Ja, das ist ja richtig sweet. Fabs, los, Chirosen. Zeit, dieser Qualkörper zu Geld zu machen. Ja, dann machst du mal zu Geld. Oder ihm, besser gesagt. Oh, tut mir fucking leid, Kapsel. Ja, das ist so krass. Du wagst es, mich zu beklatschen? Moment mal. Du wagst es, mir eine zu klatschen? Ja, so ist besser. So ist besser. Ja, so ist besser. Muscheln sind sehr viel wert. Ah, okay. Jetzt immer noch? Ich weiß nicht. Ach ja, ein Edgy-Rosen, er ist schon ein sweeter Boy. Freaking Goldini, Zahltag. Aber selbstverständlich werde ich noch mehr Profit machen. Ach, die Rosen, du bist schon so einer. Er ist schon verrückter und... Katze, bitte. Kater, meine ich. Ja, yeah, okay. Er ist schon ein verrücktes Kätzchen. Kater. Ja, ja. Ach ja, da wurde er gerackt. Ja, Alter. Ich werde darauf noch eingehen, aber da ich recht inaktiv sein werde, guck mal bei Schwanneklo vorbei, ist ein sweeter Boy. Der macht, wenn alles richtig läuft, also wenn alles gut läuft, macht er freaking Gothic. Leute, Gothic ist der geile Shit. Alter. Ich würde es selbst jetzt playen. Nach diesen Dingern. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Wahrscheinlich erst viel später nach ihm, weil sonst macht es ja nicht wirklich viel Sinn. Das war wahrlich kein Zuckerschlecken. Du solltest lieber arbeiten gehen, lieber Angler. Denn dann würden wir mehr Geld bekommen, wenn wir dich besiegt hätten. Ja, faggot. Oder mach's wie ich, lauf einfach rum und zieh Geld von irgendwelchen Trainern ab, die du besiegt hast. Der Angelkönig gegen das Pokémon-Kind. Ich bin kein Kind und auch kein Blach. Mann! Ihr Ekelhaften. Angelkönig, der hatte nur einen Goldini, Goldini. Los, die Rosen. Ein weiterer Goldfisch. Genau das möchte ich haben. Oh ja, die Rosen weiß, was er will. Zeit, den Profit noch mehr zu maximieren. Ach ja. Das sind die einfachen Freunde des Lebens, was? Nun, einfach will ich diese Freunde nicht nennen, aber ja, das sind die Freuden des Lebens. Wenn nicht das, was dann? Ha. Der Hans. Das war spitze! Ja, das war richtig impressive, ich weiß. Alter, mit Girosen machen wir so viel Cash, ne? Der Alltag ist einfach voll geil. Hallo! Chill mal dein Ass, Junge! Als Angler muss man geduldig sein, Mann! Ja, okay, bin ich halt jetzt motherfucking geduldig. Dun, dun, bam, 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 dun. Los, Tentacher. Los, die Rosen. Leider kein Gold, aber trotzdem bin ich mir sicher, dass wir aus dieser Qualkappe Profit machen können. Qualkappe, das ist für mich eher ein Tintenfisch. Das ist ganz eindeutig eine Qualkappe. Ich bitte dich. Sei nicht lächerlich, Klo. Ja, okay. Wenn du meinst. Ich denke, ein Pokémon kennt sich mehr mit Pokémon aus als ich. Na eben. Moment mal, aber in eurer Welt gibt es doch kaum Tiere. Dann kenne ich mich mehr mit Tieren aus als ihr. Muss diese Diskussion wirklich fortgeführt werden? Ja, ist ja schon gut.
Ach ja. Bei Drechtus LP könnt ihr übrigens auch mal vorbeischauen, ist ein sweeter Boy. Weil ich glaube, er hat vor, noch weiterzumachen irgendwann im Leben, also bleibt einfach mal dran. Wenn euch seine Videos gefallen. Mit ihm habe ich auch Terraria gemacht, eine Weile lang. Und Terraria wird auch wieder kommen, wenn ich wieder vom Urlaub weg bin. Also, naja, Leute, ihr könnt euch schon mal drauf gefasst machen. Terraria ist der Shit. Dun, 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 wow, 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 dun. Na, Girosen ist gut. Obwohl, ich sollte nicht geizig mit den Tränken sein. Ich heile lieber Girosen. Nun, ich hoffe doch. Allerdings solltest du lieber das Geld sparen. Ach, verdammt. Na, das passt schon. Meine Pokémon sind wichtiger als mein Geld. Nun, das ist wohl Ansichtssache. Cool, mir ist was ins Netz gegangen. Wow, was denn? Show me your shit. Dun, dun. Nein, Moment mal, nicht die Toilette. Dafür bin ich zuständig. Los, Kaldeli. Alter, Kaldeli. Und wieder einmal mehr Gold. Wie erstaunlich? Nein, nein, das Wort war... Wie erbärmlich, noch mehr Trainer mit diesen Pokémon zu sehen. Wow, okay, wenn du meinst. Freaking Goldini. Ich kann deinen Profit leider nicht maximieren, da mir die AP für Zeitag fehlen, aber ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich mit ihnen einfach nur den Boden aufwische. Oder den Steg. Wie auch immer. Ja, das passt schon. Bam, bam, badam. Schräg zurück, kleines Corpse, und lehn dich zurück. Dann wird das schneller enden, als du denkst. Wow. Und das auch so Sklaven im Keller halten, glaube ich. Nun, du würdest dich wundern, was in meiner Villa so ist. Kreideschrei, habe ich Bock auf den Shit? Nah, fuck this shit. Ja, Kreideschrei durch lernen. Also ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es ja doch lernen sollen. Das könnte mir vielleicht irgendwie den Arsch retten, irgendwann irgendwo irgendwie. Aber was so bis jetzt, das ist richtig süß. Ach ja. Verdammt, mein Fell ist ganz nass. Hast du eine Ahnung, wie teuer es war, es so schön zu glätten? Du hast mein Geld ausgegeben? Sei nicht lächerlich. Mein zukünftiges Geld habe ich ausgegeben. Ja, genau. Mist, bloß ein kleiner Fisch. Ja, war doch richtig süß. Was los? Dun, dun, dun. Früher hatte ich mein Endteam immer Gold King, weil ich fand Gold King irgendwie richtig cool. Keine Ahnung wieso. Dun, 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 dun. Gold King war richtig süß. Ja, war richtig kawaii. Dachte ich mir so. Ja, Gold King, wenn du das hast, hast du eigentlich gewonnen im Leben. Ah, ist richtig süß. Habe ich eigentlich die beste Angel im Spiel? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, ein Part habe ich danach benannt. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Okay, ich hab die Superangel. Richtig sweet. Die werden wir brauchen. Wow, 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 wow. Okay, sorry. Leute, ihr müsst mal bei YouTube suchen. Prince of Lavender Town. Das ist einfach der Shit. Das ist einfach das Intro von Prince of Belair. Mit der Lavender Town Musik. Die ist einfach geil. Ach ja, im Leben von Minecraft. Ja, das ist richtig sweet, kawaii Sigoy. Dun, 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 dun. Tuff, 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 tuff. Hier haben wir Seraph gefangen. Ich erinnere mich noch ganz genau, als wäre es vor ein paar Wochen gewesen oder so. Wow. Dun, 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 dun. Tuff, dun, tuff. Wieso fahre ich eigentlich nicht Fahrrad? Ui. Ach ja, Saffronia City, die Team Rocket Faggots muss ich hier auch noch vertreiben. Aber es ist natürlich gar kein Problem, also. Ach ja. In der Kampfarena habe ich Scheiß. Dort habe ich Schiss, weil Sui hat dort sein Smetbo verloren. Ich möchte Choose nicht verlieren. Ich denke, ich bin stark genug dafür. Nein, noch nicht. Goddammit, noch nicht. Wow, wow. Ah ja, hier darf ich kein Pokémon fangen, weil ich als Gebiet-Pokémon möglicherweise das Dratini haben will. In der Spielhalle. Gehen wir hier rein. Hier habe ich Dennis gefangen. Ja, richtig. Los, Hentai. Oh ja, geil. Oh, die habe ich ja noch gar nicht gerackt. Wow, wow, wow. Komm, Hentai, du kannst dich direkt nützlich machen. Direkt kannst du dich nützlich machen. Yes.
Oh ja, geil. Ich werde mich so nützlich machen. Du wirst mich nie wieder von der Spitze nehmen wollen. Okay. Manchmal erschreckt es mich, wie intensiv unsere Liebe ist. Ich weiß genau, was du meinst, Baby. Oh mein Gott, was ist das denn? Und wieso hattest du so viele Ranken und Tentakel? Hallo. Hentai, das ist junges Glück, Lena und Uwe. Und Lena und Uwe, das ist Hentai. Oh Gott. Los, Galoppa Fabrenes. Und Volona. Ich hab auch die... Ach, okay. Schon gut. Oh ja, geil. Die werden erstmal richtig schön aufgemischt. Sorry, Hentai, aber das kannst du dir sowas hart abschminken, denke ich, in der Nähe. Da muss wohl jemand Emiliges her. Und Doji Rosen, mach weiter mit Zahltag. Und zwar auf... Volona. Natürlich werde ich wieder mal einen Fuchs zu Geld machen. Was redet diese Scheißkatze da? Ich werde sie alle vernichten, bevor sie überhaupt irgendwas mit seinem Scheißgeld machen kann. Nun, bitte, mein Herr, beruhigen Sie sich. Halt's Maul! Oh Gott. Ich bin verwirrt. Wieso kann eine Katze Geld machen? Sir, das heißt Kater. Halt's Maul! Oh Gott. Setz mal auf Drachenwut. Und du machst weiter mit Zahltag. Na gut, ich werde versuchen, mit diesem Gentleman zu kooperieren. Was tust du? Ich bin pissed. Oh Gott, der Biel reißt dich zusammen, Mann. Oh Gott. Nun, ich denke, ihr seid doch ein gutes Team. Ich brenne. Das tut dir doch gar nicht weh, oder? Nein, aber ich schreie halt gerne. Oh Gott, Emil. Würdest weiter deine Drachenwut? Ich bin pissed. Und du machst weiter mit Zeittag. Nun, natürlich. Ich denke auch ein Geld kann man gut zu. Ich denke auch ein Pferd kann man gut zu Geld machen. Ich werde es vernichten. Ein Traumpaar. Nun, jetzt hat gerade mein Fell angefangen zu brennen. Denkst du, das ist in Ordnung, du Miststück? Wow, verarbeitet jetzt das Vieh bloß nicht zur Lasagne? Wieso nicht? Wer würde das denn essen? Nun, keiner, denn es wird verkauft an irgendwelche zwielichtigen Mafia-Bosse. Okay, du meinst? Ja, ich verkauf dich auch, du Arschloch. Oh, hoppa, Uwe. Sieht auch bei einer Niederlage cool aus. Ja, Uwe sieht immer cool aus. Leute, mein Spitzname ist Uwe. Also einer meiner Spitznamen. Es tut mir leid, Uwe ist so cool. Ja, natürlich. Also, ja, Uwe ist schon ein krasser Griller. Leute, ich hab voll vergessen, hier hinzugehen. Und zu sagen, yo. Was geht ab? Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Benutze jemanden, der wohl Pokuso riecht, was von mir. Wow, ne VM2, sehr richtig sweet kawaii. VM2 ist fliegen, aber kannst du jede Shot zurückfliegen. Sie wird der benutzen sein. Ja, das glaube ich auch, danke. Also, ne, ist Zeit, dass du fliegen lernst. Oho, wenigstens werde ich etwas nützlich nach dem, was geschehen ist. Ja, ist okay. Ich glaube, ich kann mich damit abgefunden, dass du dich nicht zu X-Bad verwandeln kannst momentan. Aber naja, es ist schon alles in Ordnung, also mach dir gar keinen Kopf. Fliegen. Google-Saat, huh? Noch sagt es, später nicht. Wow, richtig impressive. Was? Nis kann nicht fliegen erlernen? Nicht mal dafür bin ich gut. Oh Mann, das sagt hart Cox. Alter, ja, okay, Alter. Ich schätze, wir werden ein bisschen sehr viel zu Fuß reisen. Das ist schon richtig süß und kawaii. Ah, naja, ich erzähle euch einfach mal ein bisschen. Was erzähle ich euch denn? Leute, so, ich fahre ja mit dem Bus, ne? Zu meinem krassen Heimatland, Polenland im Leben. Und wenn wir fahren, ist es einfach fucking 30 Grad heiß und ich raste aus. Ich raste einfach aus. 30 Grad eingepfercht in diesem scheiß Bus 6 Stunden lang. Ah, wow. Hab mir Link to the Past auf mein Handy gepackt. Mal gucken, ob ich es durchkriege. In den 6 Stunden oder wie viel wir fahren.
6 Stunden klingt aber realistisch. Ich hoffe nur, das Vieh verspätet sich nicht. Ja, das Vieh. Busse sind auch Lebewesen, wisst ihr? Das könnt ihr nicht bestreiten. Leute, kacke, jetzt will ich zurück nach Azuria City, aber ich will nicht durch den scheiß Tunnel gehen. Komm zurück, Emil. Okay. Fuck this shit. Nein, Moment mal. Durch Saffronia City können wir doch auch zu Azuria City gehen. Ganz lokal easy, wow. Das habe ich ja ganz vergessen. Das ist sehr impressive. Ach ja. So eine Scheiße, wir haben nicht mal Fliegen, wir haben gar nichts. Na, 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 na. Route 5. Dun, 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 dun. Ihr denkt euch vielleicht, aber Klo, was willst du hier? Ja, ich will kurz zu den Faggot gehen, vor dem Felsdunkel. Weil er gibt einen den Ewigstein, wenn ihr euch recht entsinnt. Und ich will gucken, ob ich genug Pokémons gefangen habe dafür. Dun, 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 dun. Habe ich mir die Beere gesnackt? Ich hoffe doch sehr. Alter. Ja, habe ich. Okay, alles cool. Na 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 na. Hui. Ich hoffe echt, wir haben genug Pokémons gefangen dafür. Ah, das war richtig sweet. Hallo. Oh, Klo. Ich habe schon nach dir gesucht. Ich bin es, der allzeit präsente Assistent von Professor Eich. Falls du bereits 20 Pokémon in deinem Pokédex hast, soll ich dir von Professor Eich eine Belohnung geben. Er gab mir diesen Ewigstein. Also Klo, ich frag dich, hast du mindestens 20 verschiedene Pokémon? Ja! Super! Du hast 28 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach richtig impressive. Ja, das hast du dir redlich verdient. Wow! Das ist ein Item, das ich sonst nie benutzen würde. Durch die Entwicklung der Pokémon wird der Pokédex erweitert. Aber manchmal soll sich ein Pokémon nicht entwickeln. In diesem Fall kannst du ihm den Ewigstein geben. Der Professor hat gesagt, dass er die Entwicklung aufhält. Das ist sehr impressive. Leute, es ist ein Item, das ich sonst nie benutzen würde, aber es würde mir voll auf den Sack gehen, wenn das immer ein Level aufbekommt. Und dann, oh, das wird sich entwickeln. Oh, doch nicht. Oh, lol. Ja, ich möchte die Items austauschen, wieder im Leben. No, 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 no. No, 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 no. Wow. Bow, bow. Duff, duff, duff. Selbstheilung bei Staatsproblemen sehr stark. Bei Verbrennung, ne? Okay, dann gebe ich das. Tschüss. Wenn du schon mit Feuer-Pokémon dich anlegst, dann sollst du echt nicht brennen. Danke. Du, 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 du. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Okay, das ist, glaube ich, zu viel Dogs. Ja, ich würde sagen, wir verpissen uns mal. Und gehen jetzt nach Fuxania City mit der Babo-Angel. Haben wir dort die Chance, Dratini zu fangen. Und ich werde jedes einzelne Gebiet. Wow, den haben wir nicht gerackt. Wer bist du? Deine Pokémon sehen fit aus. Ja, so fit, dass sie ihre Tentakel in deinen Anus stecken werden. Was? Du wirst gleich sehen, was ich meine. Dun, 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 dun. Los, Volcano! Okay, hau rein, Hentai. Oh, jo! Ah, es ist eigentlich gar kein Problem für Hentais. Oh nein, das ist es wirklich nicht. Geil. Schläfer das Vieh erstmal ein. Inhaliere mein Düng. Oh Gott, nein. Es will nicht. Los, Brenner Volcano. Ich habe Angst vor dem Vieh. Nun und wieder einmal bin ich an der Reihe, meine Geschäfte zu verführen. Na gut, ist mir auch recht. Nun, Hündchen, du wirst... Wow! Brenner! Na gut, Herr Teller, mach du das halt. Oh ja, geil! Nimm meine Ranke! Du selber Blick, ich hab Angst vor diesen Pokémons. Los, weiter mit der Schneider. Oh ja! Oh, geil! Ja! Moment mal, kommt bei der Schneider wirklich etwas raus? Okay. Ich bin dann, im Internet. Weil ich auch voll das Internet jetzt nutze. Ihr nutzt ja das Internet. Also an eurer Stelle hätte ich jetzt genug. Schnell und präzise besiegt. Wow. Das war sehr impressive. Du hast ein ziemlich hohes Level dafür, dass ich dich so lange außer Acht gelassen habe. Den haben wir bestimmt auch nicht besiegt. Komm, wir gönnen uns den. Wir gönnen uns den auch. Habe ich mich hier überhaupt ein Pokémon gefangen? Ich habe keine Ahnung. Ich stehe jeden Tag früh auf, um meine Pokémon in ihre Kokons zu pflegen. Das ist sehr süß, das ist wirklich kawaii. Käfer-Pokémon sind wirklich cool.
Ah, die sind echt impressive. Wow, 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 wow. Hau rein, Hentai. Oh, ja. Ja, geil, eine Bienchen. Möchtest du nicht meine Blume bestäuben? Wow. Das war ein kurzer Prozess. Oh. Los, Vivo, hast du nicht gesagt, du pflegst deine fucking Pokémon in ihren fucking Kokons? Also, ich glaube nicht, dass die noch Kokons brauchen. Oh ja, pfleg meine Blume, meine kleine Biene. Ja, oh, geil. Oh, Mann. Oh ja. Oh. Leute, voll viele Leute nennen ihr Bison. Leute, wirklich. So, wirklich. Ach ja, oh, Romeo. Was? Das war die reine Zeitverschwendung. Chloe siegt, natürlich. Also Leute, ich würde sagen, ich lasse euch und Zukunfts-Klo hier draußen irgendwo in der Pampa rumstehen. Und das war's für heute und für eine sehr lange Zeit mit Pokémon FireRoad. Ich hoffe wenigstens, dass der Part euch gefallen hat. Denn lange wird keiner mehr kommen. Aber der Kanal ist nicht tot. Aber das sage ich ja auch später weiter. Guckt in das Informationsvideo, wenn ihr mehr wissen möchtet. Oder guckt halt bei Schweineklo und Restos LP vorbei. Sind richtig sweete Boys. Nee, und die machen halt auch die Let's Plays und ähnliches. Restos macht zum Beispiel jetzt Pokémon Weiß 2. Und Schweineklo macht jetzt Pokémon Rubin. Auch in einer Nuzlocke mit den gleichen Regeln, wie ich sie spiele. Also das könnte ziemlich impressive sein. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Wir sehen uns dann. Ciao.